Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute einen Rouladenschichtbraten im Dutch Oven. Und was wir dafür brauchen, das seht ihr jetzt genau mit. Ja, und das hier sind schon unsere Zutaten. Wir brauchen natürlich Rouladen für Rouladen, das ist ja schon irgendwie komisch, ne? Wir brauchen Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Bacon, Senf, Bratenfond. Ihr könnt auch Gemüsefond nehmen, also das ist egal. Wir machen das Ganze im griechischen Style, deswegen gibt es hier noch ein bisschen Feta mit rein, Salz, Pfeffer zum Würzen. Und jetzt habe ich euch noch die passierten Tomaten unterschlagen. Die kommen noch dazu. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Also, kommt mal rüber. So, und als erstes müssen wir natürlich mal wieder ein bisschen was schnibbeln. Was auch sonst, ne? Also, wir tun uns hier die Zwiebeln in Ringe schneiden, wir tun den Knoblauch fein hacken und wir tun uns hier auch feine Ringe runterschneiden. Das mache ich jetzt alles. Ich glaube, das braucht ihr nicht sehen, das ist zu langweilig. Also, sehen uns gleich wieder. So, unser Gemüse ist geschnippelt. Unsere Zwiebeln haben wir in Ringe geschnitten. Die müssen jetzt nicht zu fein sein. So, das tut's schon. Unseren Knoblauch haben wir einfach nur in Scheiben gehackt, weil er ja später auch mit auf die Scheiben vom Fleisch kommt. Und hier haben wir Ringe gemacht. Jetzt kümmern wir uns erstmal ums Fleisch und dann schneiden wir noch ein bisschen Feta und dann war es das mit den Schnibbelarbeiten auch schon. Aber jetzt grillen wir uns erstmal kurz die Rouladenscheiben mal kurz an, dass wir ein bisschen Röstaromen an allen Scheiben haben. Also kommt mal mit an den Grill. So, dann gehen wir mal hin und nehmen uns hier so eine Scheibe. Und grillen die uns nur ganz kurz von beiden Seiten an. Wirklich nur ein bisschen Röstaromen. Und das machen wir jetzt mit allen. Ich zeige euch gleich schon mal, wie das aussehen soll. Und wenn wir das fertig haben, dann geht's an den Topf. So, das liegt jetzt ganz kurz drauf. Jetzt schauen wir uns die Seite schon mal an. Na, und das langt uns schon. Wir wollen einfach nur ein bisschen Röstaromen dran haben. Mehr gar nicht. Das tut's schon. Das machen wir jetzt mit allen Scheiben. Und dann geht's am Topf weiter. So, unser Fleisch ist angebraten, hat überall ein bisschen Röstaromen bekommen. Und ich habe hier jetzt im Topf schon mal angefangen zu gucken, ob das mit der Größe alles passt. Das ist okay. Und mir schon mal ein paar Metzgergarn hier reingelegt, dass wir das später binden können. Dass das einbraten bleibt. Wir holen das später noch ein bisschen raus, legen noch mal ein paar Zwiebeln drunter, dass uns das später halt, wenn zu viel Unterhitze ist, nicht anbrät das Fleisch. Also tun wir jetzt erstmal schichten, dann kommt er nochmal kurz ein bisschen hoch, Zwiebeln drunter und dann geht's weiter. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal schichten. Also, los geht's. Und als erstes geben wir auf das Fleisch eine Prise Salz. Dann eine Prise Pfeffer. So, und nach dem Salz und dem Pfeffer kommt jetzt ein bisschen Senf drauf. Das muss jetzt nicht alles zu fein sein, da sich später sowieso hier drin die ganzen Aromen vermischen werden. Dann kommen Zwiebeln drauf. Dann geben wir Paprika drauf. Dann kommt Feta drauf. Da jetzt nicht allzu viel, ich glaube, das übertüncht sonst später alles vom Geschmack her. Einfach nur so ein bisschen drauf bröseln. Einfach hier so ein paar Pocken drauf und das machen wir in jeder Schicht. Ich denke, das tut's schon. Und als abschließende Schicht kommt nochmal ein bisschen Bacon drüber. Und das war's. Jetzt kommt die nächste Schicht Fleisch drüber und das machen wir jetzt Stück für Stück mit jeder Schicht und dann sehen wir uns wieder. Ich habe euch natürlich eben das Wichtigste unterschlagen, unsere Knoblauch. Den dürfen wir nicht vergessen. Also Knoblauch mit reinmachen, wichtig. So, und auf die letzte Schicht kommt oben nur noch ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz drüber.
Und jetzt können wir das Ganze binden. Mein Tipp, schlagt immer hier mindestens zweimal ein, weil dann bleibt das Ganze so schon fest. So, die überflüssigen Kordeln, die schneiden wir uns jetzt noch ab und dann legen wir noch ein paar Zwiebeln drunter. So, und dafür, für die Zwiebeln, nehmen wir uns jetzt einfach ein paar große Scheiben hier, die wir haben. Ja, fallen auseinander, aber macht nichts. Legen die uns schon mal hier hin. Nehmen wir das Fleisch. Jetzt versuchen wir das Ganze ein bisschen rüber zu kippen, die Zwiebeln drunter zu schieben und das gleiche machen wir gleich von der anderen Seite noch. Einmal so. So, nehmen wir uns nochmal Zwiebeln von der anderen Seite, legen die drunter. So, und den Rest Zwiebeln, den ihr habt, den könnt ihr jetzt einfach hier auf die Seite mit reinschmeißen. Und auch den restlichen Paprika einfach hier neben mit rein. Falls ihr noch Knoblauch übrig habt, zack, alles mit rein. Wir verschwenden heute nichts. Und um genug Flüssigkeit hier drin zu haben, habe ich jetzt hier 400 ml Rinderfond. Und dann haben wir noch mal einen halben Liter passierte Tomaten. Das ergibt dann später unsere Soße. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, noch ein Päckchen Tomaten, passierte Tomaten mit reinzumachen. Haben wir doch ein bisschen wenig Flüssigkeit. Aber jetzt sollte es das tun. So, und einmal Deckel drauf. Und jetzt wandert das Ganze auf den Grill bei 180 Grad. Dann wird es aber trotzdem seine gute 2,5 Stunden brauchen. Also treffen wir uns jetzt am Grill wieder. So, wir haben unseren Grill eingeregelt. Links ein Brenner, rechts ein Brenner an. In der Mitte haben wir keinen Brenner an. Jetzt haben wir keinen Brenner an. Und jetzt nehmen wir uns den Topf. Stellen den uns hier in die Mitte. Und jetzt heißt es warten. Lange warten. Für mich, nicht für euch. Bei euch ist gleich schon wieder vorbei. Wir gucken zwischendrin mal rein, dass wir den Braten mal drehen. Deswegen haben wir ihn ja gewickelt. Und ja, wenn es soweit ist, hole ich euch bei. Also, bis gleich. So, sind jetzt ungefähr eine Stunde rum. Jetzt gucken wir mal hier rein. Boah, da kommt ein Geruch hoch, ich sag's euch. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal zu drehen. Also drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Flüssigkeit nachkippen. Sieht so aus. Na, kommst du her? So, dann kippen wir noch ein bisschen Flüssigkeit nach. Ich habe mir das Ganze schon gedacht. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gemüsebrühe gemacht. So. Dann kommt unser Deckel wieder drauf. Das Ganze hier einen Tick nach hinten. Und jetzt heißt es noch mal eine Stunde warten. So, dann gucken wir mal rein. Wir sind jetzt hier zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Holen wir uns mal ein bisschen hier vor. Klingt etwas. So, jetzt haben wir. Dann gucken wir mal rein. Ich habe zwischendurch noch einmal Brühe nachgeschüttet. Das kommt immer auf den Topf drauf an, den ihr verwendet, wie viel Brühe der verliert oder wie viel Flüssigkeit der über die Zeit verliert. Wow.
Boah, ich sag euch, hier kommt ein Geruch hoch. Saugeil. Ich ziehe euch noch mal ein bisschen rüber. So, ich würde sagen, den holen wir runter und dann probieren wir mal. Also, bis gleich. So, da ist unser Ergebnis und ich muss sagen, der Geruch ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich ultra lecker schon vom Geruch. Wir müssen jetzt probieren natürlich und das mache ich wieder nur für euch. Nur für euch. Mal gucken, ob ich mit dem Löffel was rauskriege. Hm? Oh ja. Ja. Versuchen wir mal ein Stück Fleisch mit allem Möglichen zu kriegen. Ja, will alles nicht drauf bleiben, wenn alles unter... Soße. Hi. Super. Boah. Meine Fresse. Das schmeckt richtig geil. Die Soße ist ja der Hammer geworden, ey. Also, zum Nachmachen empfohlen, auf jeden Fall. Macht das unbedingt mal nach und wenn ihr es gemacht habt, sagt mir mal Bescheid. Schreibt es mal in die Kommentare. Oder sagt mir doch einfach mal, wie macht ihr denn sowas? Habt ihr eine andere Variante? Tut mich mal inspirieren. Gebt mir mal ein paar Ideen. Vielleicht mache ich dann auch mal ein Rezept von euch. Und was mir demnächst aufgefallen ist, nur ungefähr 20% aller Leute, die hier zugucken, sind Abonnenten. Also, die anderen 80% abonnieren, Glocke, kennt ihr ja, weißt du? Alles nachholen. Also, ich freue mich über einen Kommentar, über einen Daumen hoch, über ein Abo auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr macht das mal nach und sagt mir Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Rezept. Euer Markus von Barbecue Culture. Und tschüss.